Hallo liebe Videofreunde. Heute im Video bringen wir unseren Hund Dalton nach Dresden zur Augen-OP. Sehen wir Dresden, wie wir es noch nie gesehen haben. Und wir berichten von unserer Reparatur von Peppino. Ja, liebe Videofreunde, hallo. Wir sind in Dresden. In Dresden hinter mir steht Peppino. Wir sind ganz alleine auf dem Stellplatz am Wiesentor und ja, verbringen heute die Nacht in Dresden. Warum? Weil unser kleiner Schatzi, unser Honi, morgen operiert wird in Dresden. Ja, er kriegt morgen sein Auge operiert. Und deswegen sind wir heute nach Dresden gefahren und morgen früh um 8 müssen wir unseren kleinen Dalton abgeben. Und ja, dann können wir ihn nach der OP wieder abholen und mit nach Hause nehmen. Und wenn alles gut geht, und das hoffen wir mal einfach, weil er ist halt auch schon ein älterer Herr. Wir sind ein bisschen bedrückt, wir haben ein bisschen Angst, aber positives Denken wird schon gut gehen. Dalton hat ja einen kleinen Augenlidtumor und der muss halt eben rausgemacht werden, weil wenn der größer wird, drückt er auf das Auge und dann kann es Hornhautverletzungen und alles geben. Und er wird ja auch nicht jünger, das später zu operieren wird noch schlechter. Und dann haben wir uns entschieden, wir machen das jetzt. Ja, das ist der Grund, warum wir hier sind. Ja, hinter mir sind die Elbterrassen. Also es ist ein schöner Ausblick, den ihr hier habt. Fährt mal rum. Man schaut direkt auf die Elbflorenz. Schön. 22 Euro kostet der Stellplatz und ihr habt Strom hier, aber keine Fernentsorgung. Also gibt, aber Strom gibt es. Ja, und wir haben wieder folgendes Problem. Wir sind gerade eben bald zusammengebrochen. Wir haben wieder unter unserem Auto alles voller Wasser. Das heißt, wir haben folgendes Problem, und zwar ist wieder der Frostschutz aufgegangen. Ja, wir haben zu Hause schön getankt und unterwegs habe ich schon gemerkt, also mal kurz angehalten habe, ich wollte mir die Hände waschen und dass kein Wasser da ist. Und dann habe ich gedacht, dann sagt mir, das braucht jetzt eine Weile, bis es durchläuft, weil das Auto war ja komplett leer. Das heißt, hier stimmt irgendwas nicht. Naja, dann sind wir angekommen, Michael guckt auf den Tank und sagt, Wasser ist leer. Also das Ding ist wieder aufgegangen. Obwohl wir das Wohnmobil heute vollgetankt haben mit Wasser und das ja vorher geheizt war. Wir nehmen an, dass es in der Zeit, als es jetzt stand, aufgegangen ist, obwohl es auch leer war. Ich hatte es eigentlich leer gemacht, als ich nach Hause gekommen bin. Vielleicht war noch so ein Liter Wasser drin oder so. Und da ist der Frostschutz aufgegangen und wir haben wieder das ganze Wasser verloren. Das ist uns ja schon mal passiert. Ja, jetzt können wir nur hoffen, dass wenn wir im Winter in Urlaub fahren, dass uns das nicht irgendwie zwischendurch passiert, weil das wäre nämlich echt blöd. Ja, also keine Ahnung. Es scheint vorher aufgegangen zu sein, wo das Auto halt eben stand jetzt die ganze Zeit und ist halt offen geblieben. Man muss es ja dann manuell wieder schließen und dann ist das natürlich alles durchgerutscht heute. Jetzt sind wir erstmal einkaufen gefahren und haben uns mal 12 Flaschen Wasser geholt. Die lassen wir jetzt auch einfach mal im Auto drin, falls mal irgendwas passiert, dass man wenigstens ein bisschen Wasser hat. Ne? Naja, ja. Da muss man echt dran denken im Winter, bevor wir losfahren, das zu überprüfen. So, jetzt habe ich erstmal schönen Kuchen gekauft, gerade wo ich Wasser holen war. Und jetzt werden wir erstmal schön Kuchen essen und dann gehen wir mal ein Stückchen rüber in die Altstadt und gehen ein bisschen spazieren. Ja, also, bis dann. Ciao. Listens and everything's bright, everyone's happy, spirits are light. I am sitting here thinking, alone with my drink, as I do this time of the year. Do you remember when love was around,
when we were aglow, the talk of the town. When I'm sitting here drinking, I can't help but think about you, about us, as I do this time of the Na, Schatzileinchen. Ja, ziehen kannst du ja schon wieder. Ach, Häschen, komm mal her, mein guter Junge. Ja. Da ist er wieder, da ist er wieder. Oh. So. So. Ja. Nee. Komm, bleib hier. Bleib hier. So, da. Ja, ja. Na, geh mal hier vorne. Komm mal her. Geh mal. Ja, okay, ja, mal hier. Sehr schön. Na komm, geh mal hier vorne. Herzlich willkommen, liebe Videofreunde. Ja, wir sind aus Dresden zurück und wie ihr es an unseren Gesichtern ablesen könnt, hat sich alles Gott sei Dank wieder etwas normalisiert. Und Hundi hat sich erholt von der großen Geschichte da. Ja, und wir sind glücklich, dass er sich erholt hat, ne? Ihn schafft noch ein bisschen seinen Trichter, den er da hat. Ja. Da haben wir Gott sei Dank auch eine Alternative. Da gibt es dann noch so andere, etwas flexiblere und weichere Trichter. Die haben wir dann gekauft für drin. Und damit fühlt er sich deutlich wohler. Ich habe euch das ja in den Videos davor schon mal erzählt, dass ich da in Dresden war zur Untersuchung. Und das haben wir also jetzt gemacht. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir das gemacht haben. Wir haben gleichzeitig beim Deuten dann auch ein Hypom entfernen lassen, was auch schon größer war am Bauch. Und dann hat er auch noch gleich Zahnstein entfernt gekriegt alles. Und naja, es war schon eine größere Geschichte. Im Laufe des Tages riefen sie uns an und haben gesagt, also dass wir ihn doch erst Nachmittag holen können. Der Kreislauf wäre noch nicht so ganz stabil. Er hat noch eine Infusion gekriegt. Da waren wir schon fix und fertig gewesen. Aber es war alles gut. Die haben das super gemeistert und die haben ihn auch wieder wirklich buckte Beine gekriegt. Der war dann am Abend eigentlich schon wieder recht fit gewesen. Ne? Hat auch die Narkose gut vertragen. Keine großen Nebenwirkungen gehabt. Also war schon eine ganz schöne Anspannung gewesen. Ja, also wir wollen euch erstmal jetzt, bevor wir anfangen oder weitermachen, eine schöne Weihnachtszeit wünschen. Wir haben nämlich heute den zweiten Advent und das Video kommt ja etwas später und deswegen wünschen wir euch im Allgemeinen erstmal eine schöne Weihnachtszeit, dass ihr es euch schön gemütlich zu Hause macht und auch ohne große Kontakte es euch hübsch macht zu Hause und vor allen Dingen auch, dass ihr alle gesund bleibt und seid. Hoffentlich. Also wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Adventszeit. Ja, wir wollen euch noch mal ein bisschen über berichten über unsere Reparatur. Da kamen ja schon Fragen, ja, wieso wir dann auf einmal nichts mehr berichtet haben und so weiter und so fort. Also wir sind einfach auch dann irgendwie nicht dazu gekommen. Und er war auch jetzt gerade erst in Reparatur gewesen, ist noch nicht lange her. Ja. Und jetzt haben wir mal die Zeit gefunden und möchten auch darüber berichten. Also es wurde alles zu unserer vollsten Zufriedenheit gemacht. Wollen wir hoffen. Ja, jetzt denken wir mal positiv. Also die Batterie wurde ausgetauscht und es wurde eine neue eingebaut und es lag wohl tatsächlich an der Batterie. So, jetzt erzählst du mal. Das vermuten wir jetzt mal, dass es an dieser Batterie gelegen hat. Die war ja einmal tief entladen, dadurch, dass sie nicht geladen wurde. Und
Da hat sie wahrscheinlich noch einen Knacks dabei abgekriegt. Ich vermute mal, dass es auch was mit diesem Sensor zu tun hat, warum die am Anfang nicht geladen hat. Aber durch dieses An- und Abmachen scheinbar geht jetzt alles. Die neue Batterie ist drin. Ich bin mit dem Auto gefahren von Übigau hierher und bin hierher gekommen, hatte 12,7 Volt auf meiner Batterie, als ich hier angekommen bin. Perfekt. Das hatten wir noch nie. Nee, eher selten. Und naja, wo wir jetzt in Dresden waren, auch. Also sie hält ihre 12,7 Volt und alles gut, hoffentlich. Ja, also ich denke schon. Naja, und dann wurde dann unser, also wir hatten ein Problem mit beim Mülleimer, der klappt ja so aus und da war der Riemen kaputt. Hat er uns jetzt so einen Metallriemen dran gemacht und das sieht auch etwas stabiler aus, hoffentlich bleibt das auch so. Das sieht ganz gut aus. Dann haben sie uns den Fernseher anstandslos gewechselt. Warum? Weil? Ja, der hat den Fernseher vorgeklappt und gleich gesagt, die Halterung ist falsch gebaut. Die, irgendwas mit der Unterlegscheibe auch, hat er gesagt, ne? Ja, das sind zwei Unterlegscheiben, eine dicke, eine dünne. Eine muss nach oben, jetzt frag mich nicht, ich glaube, die dünne muss nach unten, ja. Die dicke muss nach oben, die dünne nach unten. Und die hatten das genau verkehrt rum gemacht. Und dadurch, dass die dicke Unterlegscheibe unten war, hat es dieser Pinökel nicht ganz in den Rahmen geschafft und konnte das Ding nicht halten. Nicht halten. Er hat es so lange gehalten, bis wir es einmal benutzt haben und danach nicht mehr. Und das war der Grund, warum das Ding aufgegangen ist. Also der Halter ist, glaube ich, noch der gleiche, der hat nur diese Scheiben vertauscht. Neuer Fernseher ist drin, ja, und das hält auch. Und wir haben aber jetzt trotzdem zusätzlich immer noch mal so ein Flatband drum, um ganz sicher zu gehen, dass das Ding nicht aufgeht. Das ist nicht mehr passiert, ja. Also es lag tatsächlich nicht an uns, sondern... Nein, das Ding war vom Werk aus. Genau. Wer immer der Halter da herstellt, das ist ja auch nicht Karthago, wer immer die Dinger herstellt, hat vom Werk aus die zwei Unterlegscheiben verwechselt. Und das war der ganze Grund, warum das Ding nicht gehalten hat. Ja. Der hat da drauf geguckt, hat das sofort gesehen. Ja, das geht ja gar nicht. Ja, gut. Ja, und wir waren aber auch beruhigt, ne? Ja. Weil, upsala, das habe ich hier drauf gehauen. Wir waren also auch beruhigt gewesen, weil, naja, also man zweifelt ja dann auch manchmal so ein bisschen an sich selbst, ne? Aber es war wirklich so gewesen, dafür konnten wir halt einfach nichts, ne? So, ja, also das ist auch gemacht worden und ja, mit dem Boiler, das haben sie einfach mal richtig durchheizen lassen, hat er, glaube ich, gesagt. Ne? Ja. Richtig mal volle Pulle, ganz voll 30 Grad mal durchheizen lassen und er sagt, danach hätte es nicht mehr gerochen. Wir konnten es jetzt noch nicht ausprobieren, warum? Unser Frostschutzwächter war wieder offen und alles ist wieder rausgelaufen. Das ist uns jetzt das zweite Mal schon passiert, aber wir sind halt tatsächlich diesmal nicht davon ausgegangen, weil wir haben ja das Wasser reinlaufen lassen, als die Heizung an war. Ja. Aber scheinbar habe ich das letzte Mal nicht 100%. Das hat mit dem Wasser da drinnen nichts zu tun. Das ist einfach temperaturabhängig. Und scheinbar waren die 5 Grad Heizung, die ich hier eingestellt habe, nicht genug. Muss 10 Grad einstellen, damit das Ding nicht aufgeht. Okay. Oder man muss wenn, dann... Wenn das, also wenn alles raus ist, geht der trotzdem auf? Ja. Ach so, okay. Okay, na dann habe ich vielleicht doch alles richtig gemacht. Wir wollen jetzt mal nur hoffen, dass der nicht während der Fahrt aufgegangen ist, dass es dem zu kalt geworden ist, dass das wirklich schon vorher hier auf war. Das ist auch wirklich ein Problem. Wie meinst du? Dass es, während wir nach Dresden gefahren sind, da hinten drin zu kalt geworden ist. Weil da hatten wir nur hier vorne die Heizung an. Ach so. Und dass der dann erst aufgegangen ist, während wir gefahren sind. Weil das hat ja gehalten bis Dresden, bis es raus war. Also hätte schon längst weg sein müssen. Also das ist passiert und es ist jetzt das zweite Mal passiert. Wir standen ohne Wasser da und konnten... Müssen wir auch beim Fahren die Heizung anlassen, dass da hinten drin warm bleibt. Ja, im Winter. Ja klar, im Winter. Das brauche ich nicht. So. Ah, Claudia. Naja gut, auf jeden Fall ist uns das passiert und wir standen in Dresden, hatten nicht einen Tropfen Wasser. Da sind wir erstmal einkaufen gefahren und haben 12 Flaschen Wasser geholt. Also, die haben wir auch gebraucht fast, ne? Wir haben reichlich gebraucht. Also, egal. Also, für einen Tag geht das ja mal alles zur Not. Aber wenn wir wirklich in Winterurlaub fahren wollen, und das passiert uns andauernd, also, dann haben wir aber die Brille auf. Also, da sollten wir schon irgendwie... Wie gesagt, normalerweise, wenn du stehst, hast du die Heizung an, dann wird's nicht so kalt. Sollte es tatsächlich während der Fahrt passiert sein, müssen wir die Heizung halt laufen lassen.
Wenn das da nicht reicht, dass du nur hier vorne die Heizung anhast und dass da hinten drinnen zu kalt wird. Naja, es hat ja schon auf dem Parkplatz, da war ja schon das Problem. Da war schon viel raus. Da kam ja schon kein Wasser mehr, wo wir angehalten haben. Ja, hat noch reichlich auf, in Dresden auf dem Stellplatz noch reichlich. Naja, das läuft ja nicht so schnell aus. Das geht ja langsam. Also egal, jedenfalls muss man da aufpassen, bevor wir losfahren. Gucken, dass das Ding wirklich zu ist, ja. Weil sonst haben wir echt ein Problem. Ja. Und deswegen konnten wir auch den Boiler nicht austesten, weil wir hatten ja kein Wasser. Nee, weil das hat ja immer dann gestunken, wenn wir heißes Wasser gemacht haben. Die Heizung selbst war das Problem nicht. Naja, also das konnte man noch nicht so richtig austesten. Und wir haben niegelnagelneue Winterreifen drauf. Mit hässlichen Felgen. Ja, nur, sind halt stark. Ist halt so. Ja. Wir haben die, welche haben wir? Nokia? Nokian. Ja. Von Finnland sind die. Sind sehr gut im Test bewertet worden. Also waren auch die günstigsten noch oben drin. Die haben uns das empfohlen. Die haben auch da geguckt bei denen in einem System. Und ist halt immer ein bisschen schwierig für das Auto, die passenden Felgen. So, da mussten sie lange rummachen, bis sie, trotzdem du da die Papiere alle hast, sagt er, ja, dann ist das wieder da anders. Und dann ist der mit dem Heavy-Fahrwerk, der hat dann wieder andere Felgen, sagt er. Also bei jedem Ducato gibt es scheinbar zig Möglichkeiten. Aber sie haben dann die richtigen gefunden. Und wir konnten sogar die Original-Schrauben weiterverwenden, brauchten keinen neuen Schraubensatz. Also alles gut. Nur schön sind sie nicht. Man sieht es ja nicht, wenn man schön fährt. Ist anders. Ja, nur hier drinnen sieht man sie ja nicht. Ja, also die haben wir auch. Also neue Winterreifen. Und dann haben wir... Da.